Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Art of Rally, unserem Let's Play mit dem schönen kleinen Indie-Rennspiel. Ich bin der Daniel und ja, es geht wieder weiter mit Rallyfahren Karriere. Wir waren beim letzten Mal im Jahr 1989 der Gruppe S, sind da, ja, punktgleich Meister geworden und gehen jetzt ein Jahr weiter, 1990. So, gucken wir mal. Hoppla. Was nehmen wir denn nun? Wir haben beim letzten Mal so ein schönes Auto freigeschaltet. Den Russen, nenne ich ihn jetzt mal. Den nehmen wir jetzt mal. Einfach nur, weil ich den jetzt optisch irgendwie extrem interessant bin. Ich bin gespannt, was das Ding kann. Und ja, springen wir doch mal rein. Wir haben wieder zwei Rallyes. Die erste Japan, 5 Stages. Und danach wissen wir noch nicht, was kommt. Mal gucken, was unser sowjetisches Meisterleistungsauto kann. Okay, was sofort auffällt, ist der sehr interessante Sound in dem Auto. Ich bin echt am Überlegen, was ist denn ein russischer Autohersteller? Welche gibt es denn da so grundsätzlich? Mir fällt gerade kein Auto ein, was in Russland produziert wird oder keine Marke, die. Oh. Ja, bin schon hänge ich in der Wand. Genau wie die Sowjetunion ein paar Jahre später. Hat aber eine schöne Beschleunigung. Und vom Handling her ist es auch nicht so verkehrt, hier zu fahren. Ein bisschen nervös vielleicht. Also es fühlt sich relativ leicht vom Gewicht her an. Ja, komm, einmal runter. Irgendwie cooler Sound. Ich weiß nicht warum, aber dieses Pfeifen da, was er da so hat. Wenn der da mal so hochdreht und auch beim Runterschalten macht er irgendwie ein bisschen süchtig. Nein, nicht wieder hängen bleiben. Ich habe ja so ein bisschen auch ein Herz für so Underdogs, beziehungsweise halt für so exotische Autos, das jetzt hier ist, oder zum Beispiel halt auch in irgendwelchen Rennsimulationen, wie zum Beispiel auch in R-Factor gibt es zum Beispiel einen Radical GT3, der, ja, keine Ahnung, den hat man glaube ich auf der Welt noch nie gesehen, außer in England, aber ist extrem cool, also das Ding schaut so ein bisschen aus wie ein LMP, nicht ganz, aber ist verdammt leicht, hat einen, glaube ich, Ford-Motor im Heck. Und einfach extrem cool, dass es sowas gibt. Es ist immer wieder schade, dass solche Sachen einfach so selten dann abgebildet werden in Rennspielen. Und wir eigentlich, ich sag mal, immer nur in Anführungszeichen Standardkost oder häufig Standardkost bekommen. Also die bekannten Hersteller mit den bekannten Marken und Automobilen. Klar, die Leute wollen natürlich primär sowas fahren. Also rein aus marktwirtschaftlicher Sicht macht das natürlich auch Sinn. Aber es ist halt auch immer mal geil, irgendwie so. Ich sag mal, so alternative Fahrzeuge zu fahren, die halt nicht ganz dem Mainstream entstammen und die teilweise trotzdem aber auch sehr coole Ansätze haben. So, Stage Nummer 1 mit 3 Minuten. Immerhin dritter. Ach, hier ist irgendwas im Magen hier mit dem Replay. Okay. Gut, uns fehlen aber auch schon wieder 13 Sekunden. Müssen wir fast hoffen. Ne, Regen ist diesmal glaube ich nicht dabei. Das wird ein steiniger Weg.
Oh, oh, uiuiui. Den Häuserblock habe ich gerade noch verpasst. Das Schild leider nicht. Was passiert, wenn man einmal ein bisschen selbstsicherer wird? Ja, wenn ihr die letzte Folge gemerkt habt, ihr habt schon gesehen, es war nur eine Rallye enthalten, beziehungsweise die letzten Folgen. Hängt ein bisschen damit zusammen, falls ihr das ganze Let's Play so ein bisschen verfolgt. Die Rallyes werden, also die einzelnen Jahrgänge werden immer länger nach hinten raus. Das heißt, man sitzt halt quasi an einer Rallye halt auch schon mal über 30, 45 Minuten, während man das Ganze am Anfang halt, da hat man noch so 2 oder 3 Rallyes reinbekommen. Deswegen, ja, gibt es noch ein bisschen Content, bis die Karriere fertig ist, auf jeden Fall. Und bin mal gespannt, wie es nach hinten raus ausschaut, wenn wir dann in der letzten Gruppe sind. Kann sein, dass das vielleicht dann auch eine mehrteilige Folge wird, je nachdem wie viele Rallyes und wie viele Etappen das werden. Wenn dann natürlich dann irgendwie alle fünf Rallyes kommen mit allen möglichen Stages, dann ja, gibt es nochmal ein episches Finale. Falls dem der Fall ist. Ansonsten gucken wir mal. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt erstmal im Jahr 1990. Ich glaube so 6-7 Jahrgänge haben wir noch. Auf jeden Fall ein sehr spritziges Auto. Leicht, gute Beschleunigung, also sehr, 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 sehr angenehm zu fahren. Haben wir ein paar Streifen hingelegt, Richtung Ziel. Die Etappe war jetzt aber, T22. Okay. Ja, die Bezeichnung klingt so ein bisschen wie die Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion, ja? Da gab es auch den T-34, glaube ich. Ein Massenprodukt seiner Zeit. So, kaputt gemacht hatten wir nichts, müssen auch nichts reparieren. Bisschen Wasser drüber gespritzt, damit der Dreck weggeht. Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass auch mal so, ich sag jetzt mal so, sowjetische Autos ja, irgendwo ein bisschen einen kleinen Spotlight kriegen. Normalerweise sind die Sowjets oder die Russen ja in allen möglichen Spielen die Bösen oder werden halt gar nicht beachtet. Obwohl halt, ja, in einzelnen Bereichen vielleicht die Technik, die sie da damals hatten, gar nicht so scheiße gewesen sein muss. Auch wenn die vielleicht das eine oder andere kopiert haben, ne? So PC-Technik zum Beispiel. Fällt mir ein, da gibt's als Computerinteressierter gibt es hier und da mal so Berichte, dass die Sowjets oder die DDR zum Beispiel damals sehr viel Sachen kopiert hat. Oder halt dann auch quasi Sachen nachprogrammiert hat auf Basis von bestehenden Produkten. Es gab, glaube ich, irgendwie so ein DDR-DOS seinerzeit. Ja. Das ist halt so Zeug, darüber redet man heutzutage irgendwie gar nichts mehr. Das ist keine Ahnung. Da muss man schon gezielt was danach suchen, dass man sich über sowas informieren kann. Aber aus rein geschichtshistorischer Sicht
ist sowas halt doch irgendwie interessant. Ja, also andere Länder, andere Sitten. Und dementsprechend gibt es manchmal auch da interessante Lösungen, die sich teilweise einfach nicht durchgesetzt haben, klar. Aber trotzdem zeigt es ja auch, dass es teilweise eben andere Konzepte gibt, die man verfolgen konnte. Das war sogar noch. Oh. Dann haben wir ja noch gut abgefangen hier. Mensch. 2,49. Soll doch ganz okay sein. Na, wieder ein Dritter. Aber doch nicht so weit weg. Und gesamt Zweiter mittlerweile. Aber 20 Sekunden. Voll Trio. Boah. Stage Nummer 4. Weiter geht's. Lässt sich teilweise gut in die Kurven werfen. Also, und dann kann man es schön mit dem Gas korrigieren, um es wieder gerade zu stellen. Schön, schön, schön. Hoppala! Da sind wir gerade an 5 Strafsekunden vorbeigekommen, glaube ich. Und natürlich auch an den Stein. Ach, das ist formschön, wie das Auto durch die Kurven gleitet. Formschön. Dass man das so leicht hier durchkontrollieren kann. Vollgas ist immer ein bisschen gefährlich. Oh, oh, oh. Okay, da haben wir jetzt einmal den Winkel aber richtig bescheiden getroffen. Das war jetzt zu viel. Möglicherweise hat uns das jetzt auch natürlich entscheidende Sekunden gekostet. Ich glaube, wir waren bis dahin auf einem sehr guten Weg. Werden wir jetzt ein bisschen reparieren müssen, glaube ich. Also, ja, trotzdem, es hat für den Etappensieg gereicht. Zwar nur um eine Sekunde, aber es hat gereicht. Okay. Eine lange Etappe, wir dürfen reparieren. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt irgendwie den Motor so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen haben. Nee, aber den Turbo. Okay, gut. Auf geht's. Finale. Also, für die erste Rallye. Die zweite kommt ja noch.
So, auf Asphalt merkt man gerade, schiebt er so ein bisschen über die Vorderachse. Ja, da kann man, glaube ich, aggressiver bzw. auch ein bisschen besser noch reinlenken. Das war grün. Boah, noch abgefangen. Meine Güte. Ich habe mich schon wieder irgendwo gesehen, aber nicht auf der Strecke. Also um die Straße mit Reifen zu bemalen, ist dieses Auto wirklich Gold wert. Wenn wir da schon an Gummispuren hingelegt haben, ein Traum. Da sind wir das Ziel, jawohl. Also gut, war doch eigentlich eine relativ saubere Stage. Und wird mit Platz 2 belohnt. Hinter Michel Motor. Auf 10 Sekunden haben wir den Abstand noch verkürzt, aber für den Gesamtsieg reicht es leider nicht. So, ja, bestenliste haben wir scheinbar auch hier ganz gut abgeräumt. So weit vorne war ich, glaube ich, auch schon eine Weile nicht mehr. Interessant, dass da auch von dem Auto gleich mal 3 Einträge da vorne mit drin sind. Neben mir noch 2 andere. Gut. Die Rallye Japan auf dem 2. Platz beendet mit einem Etappensieg. Mal schauen, ob uns wieder das 1989 Wunder gelingt und wir die 2. Rallye noch gewinnen. Es geht nach Sardinien. Hoppala, nicht ausschlagen, in die falsche Richtung fahren, Mädel.
Ja, das Spiel bietet übrigens auch noch einen, wie soll ich sagen, einen Explorer-Mode. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder zurück auf die Strecke. Indem man die ganzen Lokationen quasi frei ohne Restriktionen abfahren kann. Das ist quasi meistens, oder das ist eigentlich immer ein großes Areal, wo es verschiedene Wege gibt. Oder verschiedene Strecken, die halt in den normalen Rallyes natürlich dann abgeschottet sind durch Reifenstapel. Aber grundsätzlich steckt da immer eine große Karte dahinter. Und dieser Explorer-Mode, naja, da kann man halt irgendwie noch so ein paar Collectibles einsammeln. Und nicht so ganz weiß, was es genau bringt. Ich glaube, das erste habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Da gab es, glaube ich, den einen Van gab es freizuschalten, den man einfach findet auf der Karte. Und es gibt dann ein paar Kassetten und so andere Sachen. Nur noch nicht sicher, ob ich da mal irgendwann in Falle eines Let's Plays reinschauen möchte. So, da fangen wir dann leider mit erst Platz 5 an. Na gut. Ja, aber die Collectibles bringen, glaube ich, nicht so viel, außer Achievements. Ich bin mir nicht sicher. Also, müssen wir vielleicht doch mal irgendwann ausprobieren. Aber ob das so spannend ist als Let's Play, ich bezweifle es fast. Und wir haben wieder eine Nachtstage. Ab hier. Die breite Strecke kommt mir recht unbekannt vor. Cool, da war ein eingefallenes Haus links. Ziemlich schwierig hier gerade zu fahren. Ein bisschen konzentrieren. Ja, es gibt übrigens leider bisher noch keine Stages, die sowohl Nacht als auch Regen kombinieren. Da habe ich letztens das Statement vom Entwickler gelesen, der dann gemeint hat, naja, das ist zum einen ist es technisch ein bisschen schwierig umzusetzen, weil die Farbpalette ist und das Ganze nicht so ganz hergibt. Zum anderen würde das die besten Listen noch mehr zerstückeln. Und dementsprechend haben die sich da so ein bisschen dagegen entschieden, das erstmal zu machen. Aber, na, ja, vielleicht kommt es ja irgendwann doch noch. Oder vielleicht in irgendeinem Nachfolger. Also ich würde mir fast schon wünschen, dass es irgendwann auf jeden Fall in irgendeiner Form noch ein bisschen mehr Content gibt, habe ich ja schon hier und da mal ein bisschen erwähnt. Vielleicht machen sie auch mal was komplett anderes. Wobei Rallye sich mit der Engine halt wirklich schon stark anbietet. Ich wüsste jetzt halt noch nicht so ganz, was sie da machen könnte noch. Es gibt ja noch diese, ja, ich sag mal, die allgemeinen, so also andere Gravel-Geschichten noch. Ich weiß da, dass es aus iRacing zum Beispiel irgendwelche Dirt-Klassen gibt oder halt auch, ja, Rallycross wäre eventuell auch noch eine Möglichkeit, was man machen könnte mit der Engine. Wobei dann halt natürlich ein vollwertiger Multiplayer dabei sein sollte. Und ob das Ganze dann so cool ist, wenn man mit anderen Gegnern auf der Strecke fährt, weiß ich noch nicht. Das hat man ja hier bei Rally grundsätzlich allgemein eher weniger.
Was Dirt allerdings ganz gut gemacht hat, ab irgendeinem, ich glaube ab Dirt 4 oder sowas, dass sie dann doch mal so hier und da so havarierte Autos hingestellt haben. Was ein bisschen der Immersion noch ganz gut tut. Das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen, dass man sowas hier noch implementieren könnte. Ja, Etappenergebnis 2. 3 Sekunden hinter dem Führenden. Das sieht ganz gut aus. Haben das Auto wieder schön ganz gelassen, alles schön fein. Weiter geht's. Ja, würde mich gerne mal interessieren, wenn ihr das Ganze seht, nachdem wir hier so einen Exoden fahren. Gibt es irgendwelche Autos, die ihr gerne in so einem Spiel sehen möchtet? Also irgendwas, was vielleicht sonst bisher noch nicht repräsentiert ist in irgendwelchen Spielen. Sachen, die sehr, ja, ich sag mal, für ihre Zeit eine sehr interessante Technik hatten, aber halt einfach keine Beachtung gefunden haben bisher. Man muss sich natürlich hier dieses Spiel relativ leicht tut, ist es dadurch, dass es keinen originalen Namen verwendet, ist es halt auch, glaube ich, nicht allzu sehr an Lizenzen gebunden. Das heißt, sie müssen das jetzt nicht mit auseinandersetzen, wer hat gegebenenfalls noch irgendwelche Rechte, wenn es Marken oder Hersteller einfach nichts mehr gibt. Ist es ja teilweise auch gar nicht so leicht, da noch rauszufinden, wo man da die Rechte herbekommt, um das Ganze nachzumodellieren. Tut aber meiner Ansicht nach diesem Spiel ja keinen Abbruch, man erkennt ja, was es sein soll. Und ob das Ding jetzt, keine Ahnung, BMW oder UberWIP oder irgendwie auch immer heißt, ist dann eigentlich zweitrangig. An den Lackierungen merkt man, was es ist. Und natürlich auch an der Form des Autos ganz stark. Natürlich sind wir schon wieder echt ein bisschen schwieriger auf der Stage als auf der vorherigen. Allgemein, wenn ihr hier gerade ein bisschen zuschaut, kann ich euch echt nur empfehlen, wir haben auf unserem Kanal noch sehr viel anderes, sehr viele andere Games, die halt jetzt nicht im Mainstream entsprechen, so kleinere Indie-Games, die wir da so ein bisschen let's playen, sowohl der Alex als auch ich. Und speziell dieses Jahr ist wirklich extrem gelungen, was das angeht. Lasst euch da mal ein bisschen drauf ein, gerne, weil uns beiden ging es auf jeden Fall so und ich für mich kann auch echt nur so sprechen, ich war echt überrascht, was es dieses Jahr an richtig guten Indie-Games bisher gab. So, da springt einmal die Katze übers Bild. Hätte ich nicht gedacht und es ist teilweise erfrischend anders, was für Ideen so kleine Indie-Entwickler alles umsetzen im Vergleich zu dem großen Mainstream-Markt, wo halt ein Ei quasi so ein bisschen dem anderen gleicht. So, wir sind wieder am Ziel. Wie wir das einfach auf zwei Rädern durchs Ziel. Ah, wenn das kein Style war. Sehr cool. Okay, wir sind Dritter, aber insgesamt sind wir Erster. Mit 2 Sekunden Vorsprung. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und wenn ihr natürlich allgemein Bock auf Rennen-Action habt, dann kann ich euch auch nur ans Herz legen, einfach mal in die anderen Let's Plays hier reinzuschauen, die wir haben. Also das meiste mit Rennen-Action kommt ein bisschen von mir, aber wir haben auch so gemeinsame Sachen, ein bisschen Wreckfest. Aber
Der Winter wird heiß, dahingehend. Gibt da noch so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht schon irgendwas raus ist zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut. Aber ja, da ist ein bisschen was in der Pipe. Ein bisschen was, was ich noch fahren muss. Aber da kommt noch ein bisschen was. Nicht Art of Rally, also da ein bisschen andere Sachen noch. Aber da kommt noch was. Schaut da gerne mal rein. Auch da gerne mal eine Meinung da lassen, was ihr davon haltet. Ob ihr euch da gerne mehr vorstellen könnt oder ob euch das gar nicht so wirklich interessiert. Ja. Ich bin gespannt. Die erste Stage, glaube ich, oder die zweite ist ein bisschen rückwärts hier gerade. Die Brücke hatten wir noch vorhin auch schon. Aber was auch immer hier auf dem Belag hier anders ist, dadurch, dass die Strecke breiter ist und der Belag so ein bisschen anders, fühlt sich das Auto hier pudelwohl. Ich glaube, das war ganz sauber. Uff, das wird eine knappe Angelegenheit, glaube ich. 5 Sekunden Vorsprung nehmen wir in die letzte Stage mit rein. Platz 2 dürfte safe sein. Auch hier sieht man so, mittlerweile 10 Einträge. Ich bin in Anführungszeichen dadurch. Quatsch, ich bin in den Top 30%, aber halt erst 10 da. Aber ich glaube, ja, der Beste mit diesem Auto gerade. Aber krass, wie viel schneller man dann doch noch fahren kann. Boah. Auf geht's in die letzte Stage. Muss ganz ehrlich gestehen, dieses Auto ist eins meiner bisherigen Favoriten. Rein von der Fahrbarkeit her, das ist also so rund, konnte ich glaube ich mit noch fast keinem Auto fahren. Das ist ein Träumchen. Hätte ich mir vielleicht für letzte Runde aufheben sollen, aber ich wusste es ja nicht.
Oh, 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 das ist... Oh, okay. Da hat uns der Hügel den Arsch gerettet, ansonsten wäre das 5 Sekunden Zeitstrafe gewesen. Da sind wir, glaube ich, nochmal, keine Ahnung, mit 2 Sekunden oder 3 Sekunden davon gekommen. Ja gut, plus bei den 5 Sekunden hast du ja noch diese Respawn-Zeit. Das ist ja fast mehr schon 10 Sekunden, also da sind wir nochmal gut weggekommen. Ei. Ei, verwübsch. Ein bisschen zu weit draußen. Oh, je, je. Ich hoffe, wir verschenken hier den Gesamtsieg hier nicht. Zack, nochmal die Zeitmessung mitgenommen hier. Oh, es hat gereicht. Es hat gereicht. Wo ist denn unser Kanadier? Hinter uns. Damit müssen wir jetzt eigentlich einen relativ großen Abstand haben nach hinten. 30 Sekunden, jawohl. Glück der Tüchtigen. So, ein Sieg für die Sowjetunion. 1990, kurz vor ihrem Zusammenfall. Haben wir genau einen Etappensieg mitgenommen. Das verstehe ich jetzt hier nicht, warum Etappensiege 0%. Oh, wir haben wieder einen LKW freigeschaltet. Das Cube Van. So, Bonuslackierung für den Peugeot. Okay. Ja, und für unseren sowjetischen Fahrzeug. Ja, wieder eine Rallye abgeschlossen. Wir gucken nochmal ganz kurz rein, was es dann für 1991 zur Auswahl gibt. Oh, mal gucken, das Superbaus. Hatten wir das schon? Ja, da hatten wir schon, haben wir schon ein paar Kilometer drauf. Was sind wir noch nicht gefahren? Den Gorilla bin ich scheinbar schon mal irgendwann im Zeitfahren gefahren. Den Gorilla noch nicht, aber das ist wieder so einer mit dem kurzen Heck. Den Japaner sind wir schon gefahren. Das Rotary. Den sind wir noch nicht so wirklich gefahren scheinbar. Und den Alphammer. Stimmt, den bin ich mal im freien Modus gefahren, deswegen hat er schon ein paar Kilometer drauf. Okay, na dann gucken wir mal. Wird es wahrscheinlich entweder dieser hier oder der Japaner. Müssen wir mal gucken. Aber ja, das entscheiden wir einfach beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Art of Rally bei Alles Furchtbar kommentiert. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.